Hi Leute und willkommen zu meinem 7. Teil über meinen Cubicus. Ja, lang ist's her, tut mir leid. Ich hatte die letzte Zeit ein bisschen Stress gehabt und auch nicht so richtig Lust, Videos hochzuladen oder zu drehen. Das wird sich jetzt ändern, hoffe ich mal, in naher Zukunft. Ich hatte auch ein paar kleine Probleme mit dem Becken gehabt, aber dazu jetzt mehr. Ja, also es begann eigentlich alles damit. Ihr wisst ja, wer meine Videos verfolgt hatte, ich hatte hinten diesen JBL Crystal Profi an meinem Becken dran. Den habe ich einfach installiert, nachdem die Eigenphase vorbei war, um erstmal diese groben Teile rauszukriegen. Und mir ist dann aufgefallen, beim Nitratmessen, da stimmt doch was nicht. Der Test hat einfach bis ans Limit angezeigt und nicht weiter. Da habe ich dann mal eine richtige Messung machen lassen. Und da war der Nitratwert auf 60. Das lag also an diesem Rieselfilter, das ist ja nichts anderes, was den Nitratwert so hoch getrieben hat. Den habe ich natürlich dann sofort abgebaut und dann ist der Nitratwert innerhalb von 3-4 Tagen wieder auf 6 gesunken, wo ich auch sehr glücklich war. Aber nichtsdestotrotz war irgendwas im Becken. Also erstmal dieser hohe Nitratwert, ist klar, dass das die Korallen nicht so mögen. Aber die Wochen drauf, es hat nicht aufgehört. Man hat gesehen, gerade bei, also besonders bei den Weichkorallen, da ist was nicht ganz in Ordnung. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Da ist mir aufgefallen, dass mein Phosphatwert auf 0 war. Das wir über mehrere Wochen. Also es war so, der Nitrat war sehr hoch. Und der Phosphatwert war wirklich auf 0, also nicht nachweisbar, selbst mit dem Photometer mit nicht. Und das haben wahrscheinlich die Korallen ein bisschen übel genommen, besonders die LBS-Korallen. Und dadurch haben die dann angefangen ein bisschen zu regenerieren und sahen halt einfach nicht mehr gesund aus. Ja, da habe ich dann gemacht, was mache ich? Natürlich Phosphat ein bisschen hoch, mehr füttern. Ja. Ich habe dann wirklich viel gefüttert, Nitrat ist stabil geblieben und Phosphat, es ging so schleppend, ich habe meinen Phosphatwert nicht so richtig hochbekommen. Und dann habe ich dann gelesen, dass man das auch mit Natriumdehydrogenphosphat machen kann. Das habe ich dann probiert, habe mir das zusammengemixt, das kriegt man in der Apotheke und habe das nach Dosieranleitung, die was ich gefunden habe im Internet, zudosiert. Und momentan ist mein Phosphatwert so auf 0,1 und man merkt jetzt fangen die Korallen wieder an, sich zu regenerieren. Sie sind wieder offen und man merkt eindeutig, dass es ihnen besser geht. Also ich habe eigentlich wirklich das Phänomen gehabt, die meisten haben wirklich zu viel drin von dem Zeug und ich hatte einfach zu wenig drin. Und das nehmen die Korallen einen auch ein bisschen übel. Aber nichtsdestotrotz, ich bin halt immer noch Anfänger. Und aus Fehlern lernt man halt einfach. Ja, was gibt's noch Neues? An Technik. Ich hatte ja den Crystal Profi hinten dran. Und der hat ja eine schöne Ausströmung gehabt hier oben. Hat eine schöne Oberflächenbewegung vom Wasser gezaubert, sag ich mal. Und jetzt habe ich ihn abgebaut gehabt und das Wasser war wieder glatt. Und habe ich mir einfach gedacht, um ein bisschen besseren Gasaustausch zu kriegen, installiere ich mal noch die eine Strömungspumpe hier oben, das ist die gleiche wie hier drüben, nach oben gerichtet, dass die Oberfläche schön aufgewirbelt wird und dass der Gasaustausch einfach richtig gewährleistet ist. Was natürlich dann auch noch den schönen Nebeleffekt hat, dass ich einen schöneren Flimmereffekt im Becken habe. Dann ist auch noch neu bei meiner Lampe hier, bei der Razer, habe ich eine neue Linse reingemacht, und zwar ist es die 120 Grad Linse. Vorher war ja mehr so spotlastig, ich glaube 90 Grad, die original verbaute. Die gibt es zusätzlich zu kaufen, 120 Grad. Und also die Ausleuchtung ist wirklich deutlich besser. Kann ich bloß empfehlen. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch die Lampe noch ein bisschen tiefer hängen, weil sie hängt relativ hoch. Das sind ungefähr so 25 cm über dem Becken, wie sie jetzt hängt. Und durch die bessere Ausleuchtung kann ich sie jetzt auch ein bisschen tiefer hängen. Wo ihr allerdings aufpassen müsst, wenn ihr euch diese Linse besorgt, geht wirklich sorgfältig beim Umbau um.
ich habe es selber gemerkt bei dieser Lampe, mir ist eine LED kaputt gegangen, eine blaue. Und zwar geht die alte Linse geht sehr leicht raus, aber die neue geht sehr schwer rein. Und ich bin bloß ein kleines bisschen über diese LED drüber und dann war es halt auch schon passiert. Kann man jetzt nicht ändern. Licht ist immer noch genug da. Ja, bloß als Tipp, wer sie sich besorgen will, diese Linse, macht vorsichtig. Ja, beim Besatz gibt es auch was Neues. Also erstmal, ich habe ein bisschen umgeräumt im Becken, ein bisschen was versetzt, wo ich gedacht habe, naja, das gefällt mir noch nicht ganz so. Das werdet ihr ja dann sehen im Video. Dann habe ich auch neue Fische drin, und zwar zwei blaue Riffbarsche und einen Kofferfisch. Ja, ich weiß, der wird ziemlich groß irgendwann mal, aber die wachsen ja nicht so schnell und ich hätte auch jemanden an der Hand, der was ihn dann nehmen könnte. Ja, und dann noch zwei kleine Seenadeln, die was ich den ganzen Tag so ein bisschen im Riffgestein verstecken und der Kleinstlebewesen picken. Ja, will ich nicht weiter reden. Schaut es euch an, wie immer, und viel Spaß.
Willkommen zurück. Wie ihr gesehen habt, haben einige Korallen deutlich gelitten. Wie zum Beispiel die Hirnkoralle. Ich weiß nicht, ob die noch zu retten ist. Sie sieht auf jeden Fall nicht sehr gut aus. Und das wahrscheinlich alles bloß von mangelndem Phosphatwert. Also, das ist sehr wichtig, habe ich festgestellt. Ja, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Es ist sehr schwer im Sommer gute Videos zu produzieren. Gerade weil mein Becken halt im Wohnzimmer steht und direkt hier durch das Fenster habe. Und aber auch keinen richtigen Rollladen, sodass ich das Zimmer komplett abdunkeln kann oder so. Deswegen sind Videoaufnahmen ziemlich schwierig. Es ist im Winter einfacher. Da ist es meistens dann schon dunkel um die Zeit. So 4 oder 5 rum. Ja, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, wie gesagt, dass ich mehr Videos jetzt hochladen kann, wieder die Zeit wieder ein bisschen wiederkommt. Und da bleibt mir nichts weiter zu sagen als seitliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!